So, jetzt haben wir uns die Teile zugeschnitten. Die Kapuze, die Armstulpen und den Schal, also den Loop. Und jetzt ist Folgendes, wir fangen mit dem Loop an und nähen ihn an dieser Kante, die wir uns zugesteckt haben, einmal mit einem elastischen, gerade Stich zusammen. Einfach Fusselbrett, das heißt, das Fussel schließt mit der Kante vom Stoff ab. Eine Naht durchgehend. Jetzt noch zum Garn. Ich habe zu dem petrolfarbenen Stoff ein braunes Garn gewählt. Erstens einmal, dass ihr besser seht, wie das dann ausschaut. Und zweitens, man kann Kontraste mit dem Garn setzen, wenn man möchte, man muss aber nicht. Also man könnte auch entweder in der gleichen Farbe oder heller, also ich habe jetzt eben braun gewählt. Etwas, der hundertprozentige Schurwollstoff, der Walk, der ist an beiden Seiten gleich, also er schaut von beiden Seiten gleich aus, also da müsst ihr auch nicht darauf achten, welche Seite ihr verwendet. Jetzt schließen wir mal alle Teile. Das ist einmal der Loop. Das ist fertig. Machen wir eine Naht fusselbreit, auch mit dem elastischen Geradestich hier entlang an der hinteren Kante, wo die Rundung ist. Den Stoff schön mitdrehen, da braucht man gar nicht das Fussel in die Höhe heben, weil das ist eh so eine leichte Rundung, da kann man schön einfach aufpassen. Die elastische Naht, die braucht man am Anfang und am Ende gar nicht vernähen, weil das eh ein Rückstich ist. Da ersparen wir uns das. So, also Kapuze. Okay. Jetzt nehmen wir die Kapuze. So, legen sie ihn so her und hinten die Mitte, es ist schön zu sehen an der Naht, nehmen wir und legen sie genau an die Naht vom Loop, so, aneinander, stecken das hier mal fest. Und jetzt stecken wir von hier weg nach links und nach rechts die Kapuze fest. Jetzt haben wir die Kapuze an den Loop befestigt. Jetzt schaut das so aus. Jetzt
Und jetzt nähen wir mit einer Naht, wieder mit der elastischen Naht, einmal von hier bis an die andere Seite, wo die Kapuze dann aus ist, so, bis daher, einmal, wieder Fusselbrett. Wir können uns so reinlegen, dass wir vorne sind, also so, dass wir die Kapuze oben haben, dann sehen wir besser, wo Anfang und Ende ist. So, die Nadeln, bevor wir drauf kommen, entfernen. Und geht schon. So, jetzt kommen wir hinten zur Mitte, wo die Nähte alle zusammenstoßen, da wird das Ganze ein bisschen dicker, da müssen wir vorsichtig nähen, langsam und vorsichtig. So, Stecknadeln raus. Aufpassen, da muss man jetzt ganz genau schauen. Und zwar die Naht auseinanderstreifen, oben und unten auch schauen, dass die Naht auseinander liegt, auseinandergestreift ist. Und dann halten und vorsichtig nähen. So, sollte es jetzt sein, dass das nicht ordentlich ist, dann die Nadel versenken, das Fussel heben und zum Beispiel mit einer Schere das Richten schön gerade streifen und das Fussel wieder runterlegen. So, dann nehmen wir es ganz langsam drüber. Weiter wie am Anfang bis zum Ende. So, alle Fäden abschneiden. So, jetzt hat das Ganze schon eine Form. So, das ist unser Loop.